Cyberkriminalität ist täglich in der Schweiz. Man kommt heute fast jeden Tag in ein Phishing-Mail über, wo die Betrüger auf irgendwelche Daten aus sind. Mein Name ist Lukas Keller. Ich bin Mitgründer und technischer Leiter von Silentio. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Schweizer unterdessen immer lascher mit Daten umgehen. Früher hat man noch bei den Kreditkartendaten, wo man die im Internet eingegeben hat, vielleicht noch gezögert. Heute ist das eigentlich normal geworden und man hinterfragt nicht mehr so viel. Die häufigste Art von Cyberkriminalität in der Schweiz ist sicher der Versuch von Phishing-Mail, weil das ist für die Cyberkriminellen relativ einfach zum Versenden und zum Anfragen. Wenn man jetzt trotzdem so ein Mail öffnet tut, passiert eigentlich noch nicht viel. Es wird kritisch, wenn man dann auf den Link klickt, weil dort kommt man dann auf eine Plattform, wo dann der Betrug stattfindet. Also zum Beispiel wird eine Login-Maske vorgegaukelt, wo eigentlich gar nicht die echte Login-Maske ist. Weiter ist Social Media recht exponiert. Das heisst, man versucht, die Identitäten der Leute zu stellen oder irgendwie den Social Media Account zu hacken und mit dem Unfug anzurichten. Silentio ist eine Software, die unseren Nutzer Schutz im Internet bietet gegen Cyberkriminalität. Und zusammen mit der AXA haben wir die Chance, das im Rahmen des Produkts Cyberversicherungs Plus den Kunden anzubieten.